Ich heiße Stavros Diamandakis und ich möchte Sie sehr gerne einladen zu einem analogen Fotospaziergang. Heute geht um eine Gustav Stickel. Es geht um eine Zeiss Icon Ecoflex 3, zweieugige Spiegelreflexkamera aus dem Jahr 1939. Aber zuerst ein paar Worte zu der Firma. Mit der Einführung der Leica Mitte in den 20er Jahren begann natürlich der Siegerzug der Kleinbildfotografie. Aber der Konkurrenzkampf Kleinbild oder Großformatbild entwickelt sich bald zu einer Ideologiefrage. Die deutsche Fotoindustrie befand sich auf einem Höhenflug und jeder mischte sich natürlich mit seinem Format in diesen Formatkampf ein. Jeder wollte logischerweise einen Teil von diesem Kuchen haben. Die Olympiade von 1936 in Berlin und der Erfolg mit den Kleinbildkameras drängten natürlich das Großformat, sprich 6x6 Format, etwas zurück. Zeiss Icon damals sehr gestärkt durch die Erfolge mit der Kleinbildkamera Contax versuchte natürlich auch dieses Großbildformat im Vordergrund zu stellen. Eine zweieugige Spiegelreflexkamera war nichts anderes als wie das Attribut eines Pressefotografen. Ohne zweieugige großformatige Kamera galt der Reporter nichts. Marktführer damals für diese zweieugigen Spiegelreflexkameras war natürlich Rolei. Und nun kommt einmal auf diese hart umkämpften Gebiet noch Zeiss Icon mit dieser Ecoflex. Sie wollte nicht nur die Rolei-Parole bieten, sondern wenn es möglich ist, auch übertreffen. Diese Ecoflex-Reihe gab es in drei Varianten. In der Variante 1, 2 und 3. Gebaut wurde von 1935 bis etwa 1939. Mit der Ecoflex 3, und das ist diese Kamera hier, die genaue Bezeichnung ist 853-16PCSR. Konstruierte Zeiss Icon eine der schönsten zweieugigen Kameras mit Spitzentechnik der 30er Jahre. Die vorliegende Kamera wurde von Februar 1939 bis Jänner 1940 gebaut und man schätzt auf 8500 Stück. Es ist eine zweieugige Spiegelreflexkamera. Format ist 6x6 auf 120er Rollfilm. Das Aufnahmeobjektiv ist ein Tessar 2,8 50 mm und das Sucherobjektiv ist genauso ein gutes Objektiv, 2,8 mm aber und 80 mm Brennweite. Der Verschluss ist ein Kompur mit 1/200 Sekunde, hat ein Leichtmetallgehäuse und ist mit Schwarzleder bezogen. Alle freiliegenden Teile sind verniegelt oder verchromt. Der Lichtschacht ist auf Druck ausfahrbar. Auf die Seite gibt es eine Belichtungstabelle. Und je nach Bedarf kann man natürlich auch mit einer Linse das Ganze vergrößern, um genauer Aufnahmen scharf stellen zu können. Die Kamera hat auch eine Allbader-Rahmensucher für Sportaufnahmen, die sehr, sehr genau und umständlich zu verwenden ist.
Der Film Transport ist durch den Seitenkurbel, automatischer Filmtransport, Verschluss, Spannen und Doppelbelichtungssperre und eigentlich ein sehr aufwendiger, patentierter, mechanischer Kunststück. Die Kamera hat einheitliche Zubehörteile für die Variante 1, 2 oder 3. Der Parallaxenausgleich ist tadellos und alle Naheinstellfunktionen sind parallaxenfrei. Die Ecoflex-Kamera kostete damals 320 Reichsmark und die Rolleiflex im Gegenteil nur 240 Reichsmark. Eine sehr gute, solide, wunderschöne Kamera aus den 30er Jahren. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Video.